Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Arc Age. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir spielen jetzt hier weiter. Beim letzten Mal haben wir ja hier die Dings gebaut. Das Haus gebaut und jetzt müssen wir hier. Das ist jetzt am nächsten, ne? So, das heißt, wir müssen hier einmal ein bisschen. So. Wo wir hin müssen. Sammelfelstaler. Ah, okay. Nimmt der nicht alles? Alles nehme ich. F nimmt der alles. Einmal die 8 drücken. Ja, ein bisschen Leben generieren. Bin ja schon mal froh, dass okay, wie viel haben wir jetzt? 3 Stück, okay. Einer fehlt noch. Ja, wenn man den nicht trifft, dann wird es schon böser, aber so haben wir es alle. Schulden. Okay. Erst die Schulden eintreiben. Und hiermit automatisch laufen. Sehr schön, das läuft schon mal. Weiß noch nicht, ob wir hier. Ah, krieg wieder keine Bilder hin. Okay. Ein Notiz von Sellos? Keine Sorge, ich habe das Geld, das ich ihm schulde. Ehrlich, ich bin nicht sicher, wie viel schlaue Nuansprüche ich noch ertragen kann, bevor ich den Verstand verliere. Mal gucken. Endlich hast du es geschafft. Ausbilderin Harper hat mir gesagt, sie würde ihren besten und klügsten Leute schicken. Ich nahm an, du bist hier, um dich zum Turnier anzumelden. Endlich hast du es geschafft. Okay. Doch Belohnung dann, wenn man es schafft. Okay. Ich glaube, wähle eine Belohnung. Z
12 Abenteurer brachen vor vielen Jahrhunderten zu einer Expedition zur Geburtsstätte der Welt auf. Dem Ursprung aller Magie. Und so unglaublich es auch klingt, sie fanden diesen Ort tatsächlich. Als sie den Garten der Göttin betraten, erhielten sie Mächte jenseits aller Vorstellungskraft. Einige durchdrang eine so mächtige Magie, dass sie zu lebenden Göttern wurden. Einer der beiden Elfen in der Expedition wurde der gefeierte Elfenkönig Aransep. Er begriff rasch, dass die Macht dieser 12 sowohl ein Segen als auch ein Fluch war. Sie würde ihre Heimat zerstören, aber die Bewohner konnten mit ein wenig mehr Zeit gerettet werden. Aransep gab sein Leben, um mehr Zeit zu gewinnen. Er begann einen aussichtslosen Kampf mit Djinn, einst sein Freund, nun der Gott der Zerstörung. Als Aransep starb, brach seine Lebenskraft hervor und umfing die Elfen, deren Leben er rettete. Seine Erinnerungen, seine Gefühle und sein Hass gingen auf sie über. Rechtsklicke einen Gegenstand in deinem Beutel, um deinen Charakter automatisch damit auszurüsten. Rechtsklicken. Ah, okay, ich habe den anderen jetzt weggetan, okay. Sehr schön, das heißt, ich habe jetzt einen besseren Bogen, ne, ja. Sieht man das denn auch? Ja. Sehr schön. Hast du schon gehört, er hat nur eingeladen, ihren besten Ritter zum diesjährigen Turnier zu schicken. Der Rat ist außer sich und viele elfische Teilnehmer weigern sich, ihren Klingen mit menschlichem Blut zu versudeln. Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, sind die Nuan ehrenhafte Krieger, aber du weißt ja, wie stolz einige Elfen sein können, damit alle die gleichen Chancen haben, gegen andere Elfen anzutreten. Wie aus diesem Grund jeder Kämpfer seinen Gegner nach Zufallsprinzip auswählen. Okay. Nimm einen Dolch von vom Dolch dich hinter mir und wirf ihn auf das Ziel. Ist es ein gewöhnlicher Dolch, wirst du gegen einen Elfen kämpfen. Ist es ein Verzauberter, kämpfst du gegen einen Uran. Viel Glück. Sieht verzaubert aus, oder? Ich hab den Beutel vor wieder zu machen, oder? Ja. Warum dreht er sich denn nicht? Versteh das nicht. Wie war ich mich denn verliebt? Ich hole die Übung als Spinner. Spielpunkt. Dauerschuss, können wir hier nicht drauf gehen, dass wir den nächsten bekommen? Nee. Endlos Pfeil, was ist das hier? Handpfeil. Okay. Wir haben Skillpunkt.
Und Sekunden. Man nicht, okay. Wache ist hier, was müssen wir hier noch machen? Oh, da hinten. Ja. Das Buch, die Geschichte der Helden, gelesen ist. Es ist eine meiner Lieblingserzählungen. Ich finde, die sollte jeder mindestens einmal gelesen haben. Mit neuer Katze findest du ganz toll, wenn ich ihr was vorlese. Ach so, mal. Möchtest du mal versuchen? Okay. Du aktivierst Questgegenstände, indem du ihre Symbole im Quest-Tracker rechts klickst. Das sind C, okay. Nur bei Memphis Katze. Ach, jetzt. Du beschützt ein Monster, keinen Freund. Er ist der Gott des Krieges. Er hat Städte vernichtet und Leben geraubt. Schworen wir nicht. Rechtsklicke einen Gegenstand in deinem Beutel, um deinen Charakter automatisch damit auszurüsten. Was haben wir jetzt? Ja, aber ich will da eigentlich gar nichts ausstatten, oder? Flüge bringen, das ist direkt der Stadt, wo das etwas. Okay. Abschließend Felsenfest. Ich mit ein. Das ist ein. Felsenfest. Felsen. Fels Elementar Schutt. Ah, Architektin Yui muss dich hergeschickt haben. Ich könnte jemanden für ein Talent schon gebrauchen. Hast du einen Moment Zeit? Die wütende Baumblätter Nymphen entziehen der lokalen Flora die Nährstoffe, welche diese zum Überleben benötigen. Bis du das Nymphenproblem gelöst ist, brauche ich Hilfe, um mich um die empfindlichen Pflanzen in der Gegend zu kümmern. Würdest du mir helfen? Rings um die Stadt wachsen vertrocknete Lavendel und ich muss mich darum kümmern. Der Leitwald mag zwar nicht unser Zuhause sein, aber das Pflanzenleben hier reagiert dennoch auf die Berührung eines Elfen. Okay. Abschließend sprich mit. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier machen können.
Ziel blickt in die falsche Richtung. Tot. Ziel blickt in die falsche Richtung. Die war ja aggressiv. Sprechen. Da war wahrscheinlich da oben einer. Mal gespannt. Ah, okay. Elementares Wissen, um die Erdgeist zu gelangen. Um die elementare Fürsten. So stark bin ich noch gar nicht, ne? Giftkasten, okay, das ist süß. Nutzviehhandel, okay. Das wäre ein Schild oder so.
Die habe ich jetzt erstmal besiegt, aber... Kupfer, Silber... Okay, 7 Kupfer, 7... 4 Kupfer, 7 Kupfer, okay. Ich glaube, ich muss wieder nach da oben. Ja, was ich schade finde, dass ich hier keine... kein Screenshot machen kann, aber... Den habe ich jetzt auf Rang 2 Beute. Vier Fenster. Ah, den habe ich auf Rang 2, okay. Den auf Rang 1. Dauerschuss. Wie kann ich den nochmal auswählen? Wie war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Schön leveln hier. So, wenn er sitzt, dann ist er schon gut, der Schaden, ne? Unten auf der 2. Geldbörse erworben. Alle müssen jetzt hierhin, also
können wir ja auch dahin. Und das war schon wieder die Folge für heute. Ich werde noch eben schnell in Sicherheit laufen. Genau, wir sehen auf der Karte eigentlich ganz gut eingeblendet. Wo wir hin müssen. Ne? Und man hat da diese Sichtfeld. Mal gucken hier. Muss gleich was auftauchen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, ich habe gesehen, ab 25 Euro gibt es das Spiel, glaube ich. Und soll halt ohne Pay to Win sein. Das finde ich halt ganz gut. Geht jetzt los, ne? Hier geht's jetzt zum Turnier. Und damit beende ich das für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, ich denke mal nächste Woche wieder hier bei Arc Age. Ich weiß nicht, ob ich nach dem 15. das Spiel noch habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Key bekommen für die Vorstellung. Was ich ja jetzt getan habe, wahrscheinlich 15. ist ja noch nicht nächste Woche. Das heißt, ich kann noch ein, zwei Videos auf jeden Fall machen. Und mehr dann, wenn ich weiß, ob ich es länger habe, ne? Von daher, schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefällt, ob ihr das Spiel überlegt zu kaufen, ob ihr vielleicht schon die andere Variante spielt. Von daher wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.